Spermwal werde ich manchmal genannt. So ein Name. Dahinter steckt der Irrtum, mein Kopf sei nicht mit Walrat, sondern mit Samen gefüllt. Doch darauf kommen wir später zurück. Besser gefällt mir mein Rufname, Pottwal. Es ist höchste Zeit, dass die Menschheit mehr über mich erfährt. Ich lebe in einem Reich, das meine Vorfahren vor langer Zeit eroberten. Lange bevor die Menschen die Reichtümer unserer südlichen Meere für sich beanspruchten. Unsere Familiengeschichte beginnt in den schaurigen, kalten Untiefen, wo die Geschöpfe in ständiger Dunkelheit leben. Unter ihnen auch das größte Tiefseemonster der Erde. Über Millionen Jahre waren die eiskalten Gewässer der südlichen Meere unser Revier. Kein Mensch wagte sich hierher. Doch das änderte sich, als Menschen in diese Region vordrangen. Kein Fleck auf diesem Planeten ist vor dem Eroberungsdrang des Menschen sicher. Auch nicht die donnernden 40er, eine von Wind und Wasser gepeitschte Region im Süden des Indischen Ozeans. Dort, wo ich zu Hause bin. Bis dahin hatten die Geschöpfe in der Tiefsee unbehelligt gelebt. Wer wäre wohl besser geeignet als ich, um diese Unterwasserwelt zu erforschen? Ich tauche bis zu 3000 Meter, tiefer als jedes andere Säugetier, und kann über eine Stunde unten bleiben. Kein Lichtstrahl dringt in diese Tiefen. Das einzige Licht in dieser Zone stammt von den Bewohnern selbst, wie zum Beispiel von dieser Rippenqualle. Um meine Geschichte mit der Kamera begleiten zu können, wird diese Welt der ewigen Dunkelheit durch hochleistungsfähige Unterwasserlampen beleuchtet. Hier unten lebt man unter extremen Bedingungen. Die Temperatur liegt mit 1 Grad Celsius nur knapp über dem Gefrierpunkt und es herrscht ein unglaublicher Druck. Er ist in 900 Metern Tiefe 100-mal höher als auf dem Meeresspiegel. In dieser Dunkelheit ist keine Photosynthese möglich. Deshalb gibt es hier keine Pflanzen, nur Tiere. Unter anderem lebt hier der Dumbo-Tintenfisch. Mit meiner Familiengeschichte allerdings hat Dumbo nichts zu tun. Diese nimmt vor über 200 Jahren ihren Anfang, als diese Inseln zwischen der Antarktis und Südafrika noch nicht einmal einen Namen hatten. Hier wachsen keine Bäume, trotz des verhältnismäßig milden Klimas und obwohl es an 300 Tagen im Jahr regnet und schneit. In diesem Archipel siedeln sich mein Großvater und einige Geschlechts- und Altersgenossen an. Nur sie können mit ihren großen, warmblütigen Körpern die Wassertemperatur von 4 Grad Celsius an der Oberfläche ertragen. Kein Wunder, dass unsere kleineren weiblichen Artgenossen die Tropen lieben.
Von den Inseln selbst hält sich Großvater fern, denn die Küsten werden von seinen Erzfeinden bewacht. Schwertwale. Diese fast 2 Meter hohe Rückenflosse gehört einem männlichen Tier. Seine Herde wird von einem Weibchen angeführt, der Matriarchin. Die Weibchen und die Kälber erkennt man an den kurzen Rückenflossen. Die Anführerin kontrolliert die Küste mit einem hochentwickelten Sensorium. Per Echo-Ortungssystem erstellt sie dreidimensionale Karten ihrer Umgebung. Diese Orientierungsbilder entstehen nahezu ohne Verzögerung, denn Schall ist unter Wasser 5-mal schneller als in der Luft. Stets fanden die Schwertwale nach interessanten Vorkommnissen. Und zu observieren gibt es vieles. Hier zum Beispiel eine fröhliche Zusammenkunft von 2 Millionen Königspinguinen. Eine ganze Menge Mäuler sind zu stopfen. Vor allem für ihren nimmersatten Nachwuchs tauchen die Eltern auf der Suche nach Nahrung regelmäßig ab. Die Anführerin der Schwertwale kennt die Futterrouten der Königspinguine nur allzu gut. Mit diesem Wissen ist sie nicht allein. Auch die Schwertwalbullen der Herde wissen, wo die Pinguine nach Futter suchen. Doch auch die Königspinguine haben so etwas wie ein gutes Gedächtnis. Zumindest wissen sie, Schwertwale bedeuten für sie den sicheren Tod. Unter Wasser erzeugen die Pinguine Geräusche, die für einen Schwertwal nur äußerst schwierig herauszuhören und zuzuordnen sind. Also lauert die Schwertwalanführerin geduldig und aufmerksam auf ihre Beute, bis diese auftaucht. Schwertwale sind nicht umsonst auch unter dem Namen Killerwal bekannt. Sie verfolgen und töten ihre Beute rasch und effizient. Zwischen Gaumen und Zunge findet ihr Opfer ein schnelles Ende. In einem Zug werden Fleisch, Fett und Eingeweide herausgequetscht. Diese Technik wird die Schwertwalanführerin ihrer Enkelin beibringen, die später einmal ihre Nachfolgerin sein wird. Von diesem blutigen Schauplatz hält sich mein Großvater, der Pottwal, fern. Er bleibt in sicherer Entfernung im offenen Meer. Doch eines Tages tauchen plötzlich fremde Besucher an der Küste auf. Besucher, die diesen Inseln ihren Namen geben werden. Sie kommen von einem Ort, von dem mein Großvater noch nie gehört hat. Und sie werden alles verändern. Zur Erinnerung, all dies geschieht vor 2 Jahrhunderten. Natürlich meine ich die Menschen, amerikanische Walfänger aus Massachusetts. Doch sie sind nicht die ersten Entdecker. 1772 macht der französische Kapitän Marion Dufresne mit aufregenden Abenteuergeschichten von sich reden. Auf der Suche nach einem Kontinent im Süden entdeckt er in diesen Gewässern riesige Raubtiere.
Auf 46 Grad Süd stößt er auf die Insel. Dufresne nimmt sie im Namen Frankreichs in Besitz und nennt sie nach seinem ersten Offizier Crozet-Inseln. Doch Frankreich kann diesen Anspruch vom anderen Ende der Welt aus nicht verteidigen. Von diesem Umstand profitieren die amerikanischen Walfänger. Auf wen sie es abgesehen haben? Auf die großen Wale. Wale wie meine Vorfahren. Auf hoher See fallen unsere gewaltigen Fontänen auf und verraten uns. Die Walfänger kennen unsere Schwächen und wissen, dass wir für 10 Minuten an die Oberfläche kommen müssen, um Sauerstoff zu tanken. Und sie kennen den toten Winkel unseres Sichtfelds. Sie kommen von hinten oder direkt von vorn, um uns ihre Harpunen in den Rücken zu rammen. Wenn mein Großvater die Bedrohung spürt, verständigt er sich mit den anderen Bullen durch Klicklaute, die wie ein Morsecode funktionieren. Mit einer Reichweite von 10 Kilometern sind sie die wirkungsvollsten Rufsignale der Tierwelt. So kommuniziert mein Großvater mit seinen Gefährten. Eine Gruppe von etwa 100 Bullen, bekannt als die Crozet-Bande. Ihr erster Instinkt rät meinen Vorfahren, angesichts der unbekannten Gefahr dicht beieinander zu bleiben. Die Walfänger wollen die Gruppe auseinandertreiben. Sie haben viel Zeit und Geduld mitgebracht. An diesem Tag wird dem größten Wal der Gruppe ausgerechnet sein zweiter Instinkt zum Verhängnis. Wenn ein Bulle sich bedroht fühlt, etwa zur Paarungszeit im Kampf mit Rivalen, geht er manchmal frontal in Kampfposition. Der Wal hält das Boot der Männer für einen Rivalen und löst sich aus der Gruppe. Es ist mein Großvater. Solange die Wale dicht beisammen bleiben, kann das kleine Boot ihnen nicht viel anhaben. Die Wale tauchen alle unter. Nur Großvater nicht.
Einige meiner Vorfahren werden an Land geschleppt, wo die Männer sie aufschlitzen und das Walrad einkochen, um es zu Lampenöl weiter zu verwenden. Sie nennen die Wale 40 Barrel-Bullen, weil der Kopf eines jeden Pottwals mehrere Kubikmeter dieser wachsähnlichen Substanz birgt. Um riskante Landgänge zu vermeiden, entwickeln die Walfänger bald eine neue Technik. Sie zerlegen und verarbeiten die Wale direkt an Bord. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts endet das Gemetzel. Es lohnt sich nicht mehr. Es gibt kaum noch Pottwale. Die Crozet-Bande ist nahezu ausgelöscht. Fast 100 Jahre später wird der Walfang im Indischen Ozean offiziell verboten. Die gesamte Kontrolle über die Crozet-Inseln und den dortigen riesigen Felsbänken wird Frankreich zugesprochen. Noch immer wird die Küste gelegentlich von einigen seltenen Überlebenden besucht. Darunter auch von meinem Vater. Er weiß alles über das schaurige Gemetzel. Die Kunde vom Tod ist von der Oberfläche bis auf den Meeresgrund gelangt. Das ist alles, was uns von Großvater geblieben ist. Nachdem die Walfänger mit ihm fertig waren, überließen sie ihn den Aasfressern. Der Friedhof auf dem Meeresboden ist voller Aasfresser, Haarsterne zum Beispiel. Sie filtern organische Partikel aus dem Wasser, um sich zu ernähren. Das ist ein Mitbewohner mit dem überaus treffenden Namen Dreibeinfisch. Und dieser Froschfisch hat buchstäblich ein großes Maul. Seine Beute ist manchmal größer als er selbst. Diese Seegurke schwimmt 300 Meter über dem Meeresboden, um gefährlichen Feinden wie Tiefseekrabben aus dem Weg zu gehen. Millionen solcher Krabben laben sich am reichen Futterangebot der Ströme. Angesichts ihres stacheligen Panzers fürchten sie sich ihrerseits kaum vor Räubern. Räuber mit Flossen und kräftigen Kiefern. Ein typischer Raubfisch ist der Grenadierfisch. Seine übergroße Harnblase schlägt in einem kräftigen Takt wie eine Trommel. Mit Hilfe dieser Trommel kommuniziert er mit seinen Artgenossen. Vielleicht erzählt er ihnen gerade von dem Festmahl in rund 450 Metern Tiefe, einem Schwarm junger Lachse. Doch verglichen mit einem weiteren räuberischen Bewohner des Crozet-Riffs ist der Grenadierfisch eine kleine Nummer. Unzählige Augen und Zähne, die nur ein Ziel haben, den nächsten Beutezug. Er wird bis zu 2 Meter lang und bringt bis zu 350 Kilo auf die Waage. Der schwarze Seehecht, ein Jäger im Hinterhalt. Die schwarzen Seehechte teilen sich die Lachse mit den Tintenfischen. Je nach Appetit und Laune fressen Seehechte manchmal auch die Tintenfische. Diese wiederum haben eine Geheimwaffe. Sie haben die größten Neuronen des Tierreichs und erzeugen damit Lichtreflexe. Wie alle Pottwale ernährt sich mein Vater auch hauptsächlich von Tintenfischen. Doch er verlässt sich bei der Futtersuche nicht etwa auf seine Augen, sondern auf Schallwellen. Damit wären wir wieder bei dem Walrad in meinem Kopf.
Die wachsähnliche Substanz dient als Echolot. Ich sende Töne aus und empfange ihr Echo. Mein Hirn ist das größte auf der Welt und erzeugt anhand dieser Informationen Bilder von meiner Umgebung. Wenn wir Pottwale die Frequenz erhöhen und sozusagen auf Hochspannung schalten, können wir Position und Größe unserer Beute messen. Doch was ist das? Von dieser Rippenqualle stammen die Signale jedenfalls nicht. In seinen bisherigen 80 Lebensjahren hat mein Vater solche Geräusche noch nie gehört. Sie kommen von der Oberfläche. Schon wieder sind es Menschen mit ihren Gerätschaften. Immerhin sind es keine Walfänger, sondern französische Meeresforscher, die den Grund des Ozeans kartografieren. Eine ähnliche Karte trägt mein Vater in seinem Kopf. Und die braucht er jetzt auch. Er muss nämlich weiterziehen. Fort aus dem kalten Gewässer der Crozet-Inseln in die Tropen, um Artgenossen zu finden. Dank des Walfangverbots gelingt es der Crozet-Bande, die Population wieder zu vergrößern. Im Mosambikkanal finden sie dazu die perfekten Bedingungen. Hier lebt meine Mutter, gemeinsam mit einigen anderen kleinen Weibchen. Sie sind gerade einmal knappe 10 Meter lang. Alte Bullen wie mein Vater dagegen sind bis zu 15 Meter lang. Sie haben außerdem das größte Gehirn und sind die größten Raubtiere der Erde. Das hier ist quasi mein Kindergarten. Hier bin ich aufgewachsen. Wenn meine Mutter zum Jagen ging, passte immer irgendeine Pottwalkuh auf mich auf. Sie brachten mir unsere Klicksignale und Laute bei. Jede Herde hat ihre eigene Sprache. Und so wissen wir immer, wer gerade mit wem spricht. Während ich aufwuchs, lernte ich Artgenossen von anderen Herden im Indischen Ozean kennen. Und irgendwann machten wir uns wie unsere Vorfahren auf, um das Königreich der Meeresmonster zu besuchen, die Crozet-Inseln. Die heutige Geräuschkulisse des Archipels unterscheidet sich sehr von dem Klangteppich, an den mein Großvater gewöhnt war. Solche unnatürlichen Geräusche. Aber sie ziehen alle möglichen Meeresbewohner an. Uns zum Beispiel. Und den Dumbo-Tintenfisch. Die Laute locken uns wie eine Essensglocke. All diese Schnüre mit den spitzen Haken. Es sind 20.000.
Meine Ohren sehen alles. Die Anker ziehen mehrere Kilometer lange Taue von der Oberfläche auf den Grund. Alle Augen sind auf die Haken gerichtet, an denen unglaubliche Köstlichkeiten baumeln. Saftige Makrelenstücke. Doch dieser Kalmar schätzt die gefährliche Versuchung richtig ein und reagiert instinktiv mit einem leuchtenden Ablenkungsmanöver. Die Haken gelangen bis zum Grund. Das Restaurant ist für mehrere Stunden geöffnet. Doch keiner der Tintenfische lässt sich von dem Leckerbissen anlocken. Sie bevorzugen lebendes Futter und keines, das in Stücken an Haken baumelt. Nachts kommen sie an die Oberfläche auf der Suche nach mundgerechten Beutetieren. Dieser Tiefseekalmar ist definitiv zu groß und zu gefährlich, um als Nachtmahl in Frage zu kommen. Andere Nachtschwärmer dagegen freuen sich stets, Kalmare an der Oberfläche anzutreffen. Weißkinn-Sturmvögel. Doch wem gehören all die Schnüre und Taue? Auch auf den schwimmenden Fabriken der Menschen herrscht nachts rege Aktivität. An den Tauen befestigen Fischer leuchtende Bälle, die unentwegt Radarsignale senden. Dieser Krach bleibt natürlich nicht unbemerkt. 15 Kilometer entfernt konzentrieren sich Tiere auf eben diese Signale. Es sind unsere alten Feinde, die Schwertwale. Und dieses Mal schwimmen sie im offenen Meer. Heute leben etwa 100 von ihnen im Crozet-Archipel. Anders als meine Familie sind sie nie fortgezogen. In der Isolation haben sie einen einzigartigen Dialekt entwickelt, der sie von anderen Herden unterscheidet.
Die Anführerin kann sich so präzise ausdrücken, dass sie ihre Familie und alle anderen in der Umgebung alarmieren kann. Ihre Rufe haben eine Reichweite von über 3 Kilometer. Doch was möchte sie eigentlich mitteilen? Dass sie buntes Spielzeug entdeckt hat. Diese Säugetiere tauchen nicht nach Futter wie wir, sondern ernähren sich normalerweise von Pinguinen. Doch die Fangschiffe haben alles verändert. Sie ziehen außerdem eine sehr seltene, bisher kaum gefilmte Säugetierart an. Stundenglasdelfine. Sie sind die einzigen Delfine, die noch nie in Ufernähe gesehen wurden. Die Stundenglasdelfine wollen den Ozean erobern, als wäre er ein großer Abenteuerspielplatz. Einschließlich mir. Dank des Walfangverbots bin ich also mit anderen Bullen hier. Auge in Auge mit Fischern. Doch dieses Mal drehen wir den Spieß um. Von den Erlebnissen unserer Vorfahren geprägt, halten wir zunächst eine gesunde Distanz zum Schiff. Diesem Grünen da drüben. Was wollen die denn hier? Warum bleiben die Schwertwale nicht bei ihren Pinguinen? Sehen die denn nicht, dass wir 4-mal größer und 30-mal schwerer sind als sie? Es muss einen anderen Grund für ihre Anwesenheit geben. Vielleicht wegen der Bälle. Oder teilen die Schwertwale vielleicht unser Wissen um die Schnüre? Ihre Anführerin hat ganz offensichtlich etwas im Sinn. Erst holen die Männer ihre bunten Bälle ein, dann die Schnüre. Und was baumelt an den Schnüren? Hier kommt die Antwort. Die Enttäuschung der Schwertwale ist groß. Es sind nur ein paar mickrige Köder. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Um den Schwertwalen aus dem Weg zu gehen, tauche ich manchmal bis zu 3 Kilometer tief. Tief genug, um die Köder der Fischer inspizieren zu können. Doch am wohlsten fühle ich mich in einer Tiefe von 300 Metern. An dem Punkt, an den die Schwertwale schon nicht mehr herankommen. Für dieses Fangschiff ist es kein erfolgreicher Tag. Doch da draußen sind noch 5 weitere Schiffe. Gleiche Form, andere Farbe. Die Männer hassen uns. Besonders jedoch hassen sie die Schwertwale, die ihnen die Beute vor der Nase wegschnappen.
Dem weißen Fangschiff bleibt nichts anderes übrig, als die Schwertwale abzuschütteln. Selbst wenn es dafür mehrere Kilometer zurücklegen muss. Die unwirtlichen Inseln werden permanent von den Westwinden der donnernden 40er gepeitscht. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Solche Böen drücken Wolken regelrecht zu Boden und schleudern sogar Wasserfälle aus ihrer Bahn. Unter solch extremen Bedingungen trotzt die Natur manchmal der Schwerkraft. Nicht einmal das felsige Ufer ist vor den Westwindattacken gefeit. Das sind die größten Wellen der Erde. Die Winde selbst sind feucht, ölig und verbreiten das Aroma von Fisch. Ich werde von einem Signal angezogen, das vom offenen Meer kommt, weit hinter dem Sturm. Es ist ein weiteres schwimmendes Meeresrestaurant. Wenn die großen Fangschiffe und ihre Begleiter in der Luft und im Wasser zum Stehen kommen, heißt es für alle, wer zuerst kommt, frisst zuerst. Die alte Schwertwalkuh führt die hungrige Meute natürlich an. Neugierig, aber geduldig warten die Bullen an der Oberfläche auf die Ration, die ihre Weibchen ihnen zuteilen. Dem Fangschiff bleibt ein enges Zeitfenster, um die Beute einzuholen. Grenadierfische und den am höchsten gehandelten Fang von allen, schwarze Seehechte.
An einem erfolgreichen Tag fängt das Schiff bis zu 5 Tonnen von ihnen. Ich halte mich zurück, denn ich bin heute allein hier und deshalb eine leichte Beute für die Schwertwale. Und die spitzen Angelhaken in ihren Rachen tragen sicherlich nicht zu ihrer guten Laune bei. Die Anführerin ruft zur Attacke gegen mich auf. Ich kenne ihr Spiel. Es nennt sich Einschüchterung. Ich bleibe dicht beim Schiff. So können sie mich nur von einer Seite angreifen. Sie verjagen mich vom Schiff. Ihre Anführerin observiert mich und teilt ihre Herde jede meiner Bewegungen mit. Ganz schön gerissen. Ein Killerkommando schneidet mir den Weg zurück zum Schiff ab. Mit kräftigen Flossenschlägen und Stoßwellen versuchen sie, mich zu verwirren und einzuschüchtern. Doch ich will und werde nicht aufgeben. Ich bin nun gänzlich umzingelt. Ich folge dem Beispiel meines Großvaters und rufe um Hilfe. Doch wahrscheinlich ist meine Familie weiter als 10 Kilometer entfernt und damit außerhalb der Reichweite meiner Hilferufe. In dieser gefährlichen Situation sind meine Größe und mein Gewicht von gefährlichem Nachteil. Nun versperrt mir einer der Killerwale auch noch den Weg nach unten. Sie kennen sogar meinen toten Winkel, wie die alten Walfänger. Mir bleibt nichts weiter übrig, als durchzuhalten und weiter um Hilfe zu rufen, in der Hoffnung, dass mich jemand hört. Sie sind einfach zu wendig und dreist für mich. Ein letzter Trumpf bleibt mir. Ich muss mir Platz verschaffen. Geschafft. Der Weg in die Tiefe ist wieder frei. Sie haben es nicht anders gewollt. Sollen Sie hier oben versauern? Dabei haben Sie schon Ihr Siegeslied angestimmt. Ich wäre ganz schön dämlich, mein Leben für ein paar mickrige Hechte zu riskieren, während ich in der Tiefe alles kriege, was ich brauche. Jeden Tag über 1 Tonne Futter. Wie auch immer, ich habe mich gut geschlagen. Und das Fangschiff sollte mir dafür danken, dass ich die Killerwale abgelenkt habe. Diese gehen wieder zur Tagesroutine über. Die Bullen schwimmen oben, die Kühe weiter unten.
Weibliche Schwertwale sind Feinschmeckerinnen. Sie picken sich die fetten Schwertfische heraus und verschmähen die knochigeren Grenadierfische. Den überlassen sie den Bullen zum Nachtisch. Es gibt schließlich noch weitere Leckerbissen. Manche fallen sogar vom Himmel. Weißkind-Sturmvögel folgen den Fangschiffen und tauchen bis zu 10 Meter tief nach den Ködern und Abfällen der Fischer. Zu solchen Tafelrunden auf dem offenen Meer gesellen sich normalerweise keine Albatrosse. Doch die Schiffe haben die Fressgewohnheiten der Tiere verändert. Ohne die Schiffe kämen weder Schwertwale noch Albatrosse je in den Genuss von Tiefseefischen. Inzwischen haben sich die meisten meiner Mitbewohner in den südlichen Meeren an diese neue, reiche Proteinquelle gewöhnt. Die Fangschiffe sind eine künstliche Schlemmeroase. Sowohl für Aasfresser als auch für alle Jäger, die Lebendfutter bevorzugen. So darf es getrost weitergehen. Der Fischfang im Crozet-Archipel ist ohnehin nur noch wenigen Schiffen gestattet. Zum Schutz der überfischten schwarzen Seehechte. Die Schiffe werden wohl auch weiterhin unsere Familiengeschichte prägen. Die Abenteuer mit den Schiffen werden wohl eine Fortsetzung finden. Ich profitiere von dem Rätsel, dass die Schnüre meinen Mitbewohnern von der unteren Stufe der Nahrungskette aufgeben. Dass es Angeln sind, verrate ich den Tintenfischen jedenfalls nicht. Ich genieße und schweige. Ich habe zwei weitere Geheimnisse. Erstens, demografische Veränderungen bahnen sich hier unten an. Weil es weniger Seehechte gibt und auch wir Pottwale nicht alle Tintenfische allein fressen können, erreichen diese ein immer höheres Alter. Und sie erreichen unglaubliche Körpermaße. So wie dieses Exemplar aus der Familie der Gonatidae. Es ist der größte Tintenfisch, der je in seiner natürlichen Umgebung gefilmt wurde. Zur besseren Einschätzung seiner Größe, die Mördermuscheln im Hintergrund sind 30 cm lang. Die Tentakel des Tintenfischs messen einen knappen Meter und sein Rumpf weit über 3 Meter. Mit meiner Lieblingsspeise bin ich also reichlich versorgt. Kommen wir zu meinem letzten Geheimnis. Schon einmal in unserer Familiengeschichte wurde es entdeckt. Des Rätsels Lösung steckt in meinem Kopf. Es geht darum, wie ich Beutetiere wie die großen Tintenfische fange. Als die frühen Walfänger meinen Großvater ausnahmen, entdeckten sie dies in seinem Magen. Einen Viperfisch, einer der gefährlichsten und flinksten Raubtiere der Tiefsee. Kurios war, man fand keine Bissstellen. Wir Pottwale nutzen das Spermaceti-Organ in unserem Kopf nicht nur, um andere Tiere zu lokalisieren, sondern wir erzeugen damit auch Hochfrequenzen, um unsere Beute zu lähmen. Damit ist das Geheimnis um die Substanz in meinem Kopf gelüftet. Und dabei wollen wir es belassen.
Oh.